So, liebe Zuschauer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HBW Sportstudios. Heute zu Gast der Kleinste, in Anführungszeichen, in unserem Team, unser Torwart Matej Aschanin, mit dem ich heute über die Zeit beim HBW, seine Jugend, Kindheit kurz ansprechen möchte und in die Zukunft mit ihm blicken möchte. Er ist wohl der deutschen Sprache noch nicht ganz mächtig. Er befindet sich in der Ausbildung, wie man schon so schön sagt, aber ihm wäre es wohl lieber, wenn wir heute in Englisch das Ganze machen. Deshalb frage ich ihn auch in Englisch. Ich übersetze es natürlich nachher gerne für Sie. Matej, we talked before, you were 17 years old when you changed or when you left your home to Spain. Now you are 20 years old. Was it difficult for you to leave the home in that age? Well, of course it was difficult because you leave your friends and your family with this age. So it was if I'm ready or not, but the people in Spain was also very good and nice to me. So it was not so hard after all, like what I suspected is going to be. Also ich habe ihn gefragt, er war 17 Jahre alt, als er von zu Hause damals nach Spanien ging und dann mit 21 jetzt in die deutsche Bundesliga gewechselt ist oder hat, ob es für ihn schwierig war. Er sagt, natürlich ist es nicht einfach in diesem Alter die Familie und Freunde zurückzulassen, aber die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen in Spanien, auch jetzt hier in Deutschland beim HBW, machten ihm das Ganze nicht so schwierig. Matej, you signed the contract at HBW at a time where it was not sure in which league we will play. By that time you signed, it was more or less sure that we play in the second league. Would have been a problem for you to start in the second league? No, of course not, because I was wanted to come here and play handball in Germany. So I was ready to start in the second league because they say me and I speak with the coach and everything that we have ambition to go again in the first league, but lucky. We stay in first league, and this is the best option what I have for me in this year. Also ich habe ihn gefragt, die Zeit, als er den Vertrag beim HBW unterzeichnet hatte, damals war es unsicher, in welcher Liga wir spielen werden. Zu diesem Zeitpunkt, als er die Unterschrift auf den Vertrag gesetzt hat, waren wir eigentlich noch in der zweiten Liga. Aber er sagt heute, es war für ihn kein Problem, nach den Gesprächen mit dem Trainer und auch den Verantwortlichen die Pläne in die Zukunft mit dem HBW und stand heute mit dem Glück, dass wir hier geblieben sind in der ersten Liga, war alles richtig und er fühlt sich richtig wohl. Now we want to talk about the difference. You played already in a young age, you played in Croatia, you played in Spain and you're playing now 1 year in Germany. What do you say, what is the difference in the leagues, in handball, in organization? If we look the leagues, the organization and the handball, I think the Croatia have the lowest level of all. The Croatia is now only in the national team. So the Spain was good organization, but then the handball was different, a little bit different than German. It's more the speed and more tactic. Here is more strength, but with what I see a lot of countries where I play with the nationals and everything. Here is the best organization for sure in Bundesliga, and here is the strongest and tight game what I play, what I feel for now. Also die Frage war, die Unterschiede in den internationalen Ligen, wo er schon zu Hause war, verglichen mit Kroatien, Deutschland und Spanien, organisatorisch sowie im Handball. Er sagt natürlich, Kroatien sei sicherlich im unteren Level anzusiedeln. Deutschland verglichen mit Spanien ist sehr körperbetont und hart. In Spanien mehr Taktik und eher auf Schnelligkeit und Speed ausgelegt. Aber alles in allem ist die deutsche Bundesliga das Nonplusultra und das Beste, was eigentlich passieren kann. You've been 21 years old when you came to the HBW, and most people said, this is a young guy, he needs time to develop. But in Germany, the competition, and we play against the relegation, we did have no time for development yourself. So if you look back on the first part of the season, was okay for you, or said it was okay for the first
months, but I can do much more better. Well, it was, of course, I didn't have time for to be young and to make, oh, okay, it's okay. We need the points, and so it was very good. In the first few months when I start, it was very high level. And then I start to get some good games, some bad games. Then it was going up, down, up, down, up, down. But in the final, I think I can be very satisfied with me and with the team. So for me, for the development for this year, I think I get very, very good experience. So I can be, I think, more better the next year. Also die Frage hinsichtlich, der Trainer hat ja viele Stücke auf ihn gehalten. Mit 21 Jahren hat er das Talent, zu einem ganz großen Torhüter zu reifen. Reifen ist die eine Seite, auf der anderen Seite hier beim HBW, wo es von Anfang an gegen den Abstieg ging, hatten wir die Zeit nicht unbedingt, ihn so zu entwickeln, sondern es ging von Anfang an um die Punkte. Er sagt, er hatte die Zeit nicht wirklich, aber die Erfahrung hat ihn schon extrem weit gebracht. Jetzt in den ersten Monaten hier beim HBW, und er meint, jetzt mit dieser Erfahrung kann er die nächsten Schritte nach vorne machen und dann noch viel, viel besser werden, was wir natürlich beim HBW sehr hoffen. In December, you had a point in your life, which was one of a bad situation not everybody wants to have. You had a fire in your apartment, you almost lost everything. In this fire, also your dog was killed, and how was this situation in December, just before Christmas time, and how was it to leave Germany back home and come back without knowing where I gonna live, what we have, no furniture? How was this situation? Das war sehr schwer. But yeah, it was, we were going out, and in one hour we left practically without everything. So I don't know, it was very hard, but I don't know, in a few days I have a new game. After the Christmas I need to go to play in Flensburg and to get my head up, but people around me also, and you, they helped me a lot. So it was very hard part of my life. And for my girlfriend also, but now we make it, and we start anew again. But yeah, as you say, that we lost the most tragic thing we lost is our dog. But this is all life, so we continue. Ich sprach mit ihm über eine Situation im Dezember, kurz vor Weihnachten, die ihn in seinem Leben sicherlich negativ getroffen hatte. Er hat durch einen Wohnungsbrand sein Apartment verloren, beziehungsweise sein Hab und Gut, inklusive seinem geliebten Hund, der damals ums Leben gekommen ist. Und die Zeit für ihn war damals sehr, sehr schwierig. Vor allem musste er zurück nach Kroatien über Weihnachten und ein paar Tage später schon das erste Rückrundenspiel wieder im neuen Jahr gegen Flensburg oder in Flensburg beschreiten. Von dem her war es sehr schwierig für ihn, die Konzentration wieder nach oben zu bekommen und bei der Sache zu sein, und aber ohne Wohnung hier, ohne Möbel, ohne Hab und Gut, zunächst wieder beim HBW zu starten. Aber die Hilfe im Umfeld hat ihm geholfen, wieder in die Spur zu kommen und nun sein Leben wieder in die Spur zu bekommen, mit neuem Apartment, neuem Hund, und alles ist gut für die anstehenden Aufgaben beim HBW. We'll speak about your partner Raja. He is important, Radivoj Ristanovic. Unser anderer Torhüter ist sehr wichtig für ihn in seinem Leben. Da möchten wir kurz drüber reden. Raja is important for you. Explain just in a few sentences why he is important. Is it just his experience, his age? Because he's not from Croatia, he's a different country. So it's... No, it's... we have the disconnection from the first time. So, you know, it was like his... He have 32 years old. I am 21. So it was like we have competition between, but it's healthy competition, and we are together. We are good duo. And I always, when I'm on goal, I always ask him, did I good or bad, or can I do maybe something else or different? Because we speak a lot about the shots and after the game.
or before the game. So, and in our trainings, we work all year. We work alone by side. So how we can improve this? And I think this is we practically help each other. Sein Partner Radivoj Ristanovic, bei uns genannt Raja, ist sein Torwartkumpel, sein Torwartpartner. Sie haben einen gesunden Wettkampf, aber sie helfen sich unglaublich viel. Sie sprechen viel, auch neben der Platte, sind viel privat auch zusammen, um sich gegenseitig zu verbessern. Aber Matej profitiert von vielen Ratschlägen und auch der Erfahrung von Raja, der mit 32 Jahren schon viel, viel mehr Spiele hinter sich hat. We want to talk about the defense system the HBW is playing. We're playing the 3-2-1 defense, which is not so full of happiness for a goalkeeper, I would say, because it's difficult. Just explain to people why it is so difficult to play behind a 3-2-1 defense. On a block contact. No, it's 3-2-1, but I know it's for me. I'm the kind of goalkeeper that I blow more shots from 6 meters than from outside, because I'm big. I go crazy on the players, and this is how I function. So, but you know, it's very hard. I know you need to have very good physical preparation for playing all game 60 minutes 3-1. Unless this is the defense that Croatia wins in the Olympics and the world champions when we play 3-1. So this is a very good defense. And it's hard. It's hard for goalkeeper. But I think also when we have good days, then when the goalkeeper have a good day, then no matter which defense it's in front of you, when they help you, when the guys help you a lot with the fouls and everything, I think there's no problem. Ich habe ihn gefragt, warum es für die Torhüter oder speziell als auch für ihn so schwierig ist, hinter unserer 3-2-1-Deckung zu spielen. Viele Kritik gibt es ja immer wieder, zu sagen, Mensch, die Torhüter, sie halten nichts. Also es ist in der Tat ein Zusammenspiel, wie er sagt, zwischen der Abwehr und dem Torhüter. Wir müssen hier extrem viel physikalische Stärke an den Tag legen, um 60 Minuten diese 3-2-1-Deckung oder die offensive Variante zu decken, damit auch den Torhütern geholfen ist und so entsprechend auch diese freien Würfe zu parieren. Ihm wäre es natürlich lieber, aufgrund seiner Größe mit einem Block davor Schüsse von 6 oder 8 Metern zu bekommen. Die kann er natürlich einfacher parieren, in Anführungszeichen. Aber er sagt, die 3-2-1-Deckung hat sicherlich eine Daseinsberechtigung und auch ist die sicherlich eine der zukunftsträchtigsten Deckungsvarianten. Beispiel Kroatien hat in den Olympischen Spielen hier erfolgreich gegen Deutschland bestritten mit dieser offensiven Deckung, und von dem her ist er sicherlich überzeugt, aber braucht noch ein bisschen Zeit, um sich hinter dieser Deckungsvariante wohlzufühlen. Matej, 29 points by now in the season. Everything well, we stay in the league. Most people said, okay, HBW will go down anyway. Did you expect this before the season? Honestly, I expect points. I didn't expect that we get points against so big teams, like it's Kiel by itself, Hamburg in Hamburg and at home, and Flensburg at home. For me, this year was amazing because we fight a lot with big teams, and we take important points what we need to take. So finally, 29 points. We still have two games at home. We will see how many points at the end we will have. But I'm very happy, because this is not fair when somebody tell that we're going down anyway, because we have a lot of to tell. So, ich habe ihn gefragt, ob es zu seiner Überraschung jetzt war, diesen Saisonverlauf, dass wir zu diesem Standpunkt jetzt heute schon bereits 29 Punkte auf dem Habenkonto haben und mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Er sagt, natürlich ist es überraschend für ihn, viel mehr überraschend, dass wir solche großen Teams
geschlagen haben und viele Punkte bereits im Anfang der Saison gesammelt haben. Aber es ist ein Verdienst der Mannschaft. Wir haben hart gearbeitet, sagt er, und haben dafür gekämpft. Und es sind noch zwei Spiele zu spielen und schauen, wie viele Punkte wir am Ende der Saison haben werden. You already spoke about the last two games. Some people already have the feeling that we are safe in the league. The team is not relaxed, but just about not 100% anymore. They're not fighting. They're just okay. So the season is anyway over so far. So what is the feeling yourself? You say, okay, we have two more games. We want to win those two games. For it doesn't matter. We fight for it, or we said, okay, we're safe. We just wait what happens. No, I think that everybody in the team, we are here to give 100% every game. So it's, yes, we have 29 points. We are more relaxed because we stay in the league. But if we are more relaxed, we are more dangerous. That's the truth. But we have unluck with injuries. Our important players also get injuries, and so it's very hard. It's very hard for us. But that we don't that we give up. We relax. We make a break. This is not true because we want to make that we at home win to this game for this season. It's going to be best for us. Also es ist keineswegs so, dass die Mannschaft mit diesen 29 Punkten jetzt sich ausruht und sagt, wir gehen vom Gas, wir haben jetzt alles erreicht. Er sagt eher, wir sind gefährlich, weil wir jetzt eben ohne Druck spielen können. Problem, das ist uns allen bekannt, haben wir sehr viele Verletzte, vor allem wichtige Schlüsselspieler sind angeschlagen oder gar verletzt und können nicht mehr spielen. Aber nichtsdestotrotz will die Mannschaft versuchen, die letzten zwei Heimspiele noch erfolgreich zu gestalten und diesen Heimnimbus, den wir bis dato inne hatten, bis zu dem Spiel gegen Magdeburg wieder aufrechtzuerhalten und sagen, wir sind eine Macht hier beim HBW. Last weeks, months, you played sometimes also in the second team in the third league. Is this a positive aspect for you, saying that there I can learn also, or is it just a problem for you to say first league, third league is so much different that I don't know. It's okay for me, but I don't want it. No, from the beginning, I was like, you know, okay, yes, no, but when I start to play these games, I was getting a connection with these guys which I was playing, and I feel how it's important for them to stay in the third league and how they fighting, and after I was just asking, hey Marcus, did you ask Eki when I need to come? We need to play. So finally it was very good, and the last game I was so happy when I see that we stay in the league, that we make our gold, and I was very glad to help them. Also die Frage war, er hat ja im zweiten Team des HBW in der dritten Liga hier und da ausgeholfen und mitgespielt, ob es wie ein Problem war in der dritten Liga auszuhelfen, mitzuspielen im Vergleich zu der ersten Liga. Er sagt, anfangs war es nicht ganz einfach, die Entscheidung zu treffen, ja oder nein. Aber je länger oder je öfter er mitgespielt hat, hat er die Verbindung auch zur Mannschaft bekommen und die Freundschaften und realisiert, wie wichtig es ist für die Mannschaft, dass er hilft, im Tor dabei ist, die Punkte zu holen, damit der HBW 2 auch nicht absteigt. Für ihn natürlich sehr erfolgreich am Ende und auch happy und froh, dass er der Mannschaft in der Hinsicht helfen konnte, damit sie in der Liga geblieben sind. So, you signed your contract at HBW for 2 years, I guess. You have 1 year is already done, so time is running. You have already thinkings in the future, one more season. Can you imagine to stay longer time in Balingen? Yes, of course. Natürlich. Yes, of course. For me, I'm happy here. Finally, I'm happy here. And look, I'm 21, and here I have opportunity to play. When I was now, how was the situation with the three goalkeepers? When I was in the team, I was always playing 30, 40 minutes, 60 minutes, and this very, very big experience for me. And if I can't stay here more, then it's no problem. That's to get more experience, more and more for me in Bundesliga, then I rather wait, maybe Deutsch. Ich bin glücklich, dann ich kann be here.
Lemon. Ja, für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr, ja, ja. Also ich habe ihn gefragt, sein Kontrakt hier beim HBW hat eine Laufzeit von 2 Jahren. Ein Jahr ist bereits abgelaufen. Ob er sich vorstellen könnte, hier sogar länger zu bleiben. Er unterstreicht das Ganze mit einem deutlichen Ja. Er sagt, fühlt sich sehr wohl hier und für ihn kein Problem, hier weiterhin zu unterschreiben. Und ich denke, es wird sicherlich eine Amtshandlung unseres neuen Geschäftsführers dann in Kürze sein, mit ihm zu sprechen und die neuen Verträge vielleicht dann unter Dach und Fach zu bringen. Matej, last question. What people are interested in the private person of the goalkeeper of HBW, Matej Ashanin. What are you doing in your free time? You don't have that much free time, but what are you doing in your free time in Balingen, small tiny town? Is there enough options for you to have your free time? And what do you miss in Balingen? Look, in my free time, well, if I want to go to the bigger town, I have Stuttgart, where it's very near. But here in Balingen, I live in center, so I get to my dog near the river, and I play with him the most of the time. And with my girlfriend's here, we're going on the walks. We're here and in this part in center, we're walking and drink coffee or something like this. Then I wait for the trainings. This is usually my week, but when we have opportunity to go somewhere, because I think Balingen is the perfect position if you want to see all around, and France is closed, and Swiss is closed, everything is closed, so really, really, this is a very good position. So, er sagt also, die Privatperson Matej, nicht während der oder abseits der Halle verbringt er sehr viel Zeit in der Stadtmitte mit seiner Freundin und seinem Hund, läuft viel, genießt die Nähe zu allen möglichen Geschäften, braucht kein Auto, kann alles zu Fuß bewerkstelligen, also das macht ihn sehr glücklich. Und last question, what do you miss? If you think about something, what would you say, first step, I miss this especially? Kroatisch essen. Also die Frage nach, was er hier in Balingen denn vermisst. Bisher hat er alles sehr positiv bemerkt. Er sagt natürlich zum Schluss das kroatische Essen. Also vielleicht gibt es hier noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Kroaten aus Balingen hier zu animieren, mit ihm dann kroatisch irgendwo zu essen, wo es dann auch geht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Heute etwas länger, bedingt durch die Übersetzung, aber ich denke, wir haben etwas überfahren über den Torwart Matej und auch die Privatperson Matej. Zusammenfassend, ihm gefällt's, er möchte sich weiterentwickeln und auch hier bleiben. Dankeschön, thank you very much, Matej, and all the best for the rest of the season. Dankeschön fürs Zuschauen.